Früher oder später muss sich jeder Mensch mit der Hand-Fuß-Mund-Krankheit auseinandersetzen. Ich meine, je früher, je besser. Warum ich das meine? Die ganzen Hintergründe und natürlich auch, woran die Hand-Fuß-Mund-Krankheit zu erkennen und zu behandeln ist, all das erfahren Sie in diesem Video. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Ich freue mich über Ihr Interesse, über einen Daumen hoch und ein Abo, wenn Ihnen meine Aufklärungsarbeit gefällt und Sie mich unterstützen wollen. Das Virus, das die Hand-Fuß-Mund-Krankheit auslöst, das sogenannte Coxsackie-Virus, kommt dauerhaft in unserer Umwelt vor. Es gibt bis jetzt keine Impfung gegen dieses Virus und das bedeutet, dass über kurz oder lang jeder Mensch von diesem Virus, was über Tröpfchen übertragen wird, angesteckt wird. Kinder sind am häufigsten von der Hand-Fuß-Mund-Krankheit betroffen, weil sie, was ihr Immunsystem angeht, bei Null anfangen und sie ihre Antikörper nur durch das Durchmachen einer Erkrankung bekommen oder durch eine Impfung, die es aber in diesem Fall ja nicht gibt. Die Krankheit selbst beginnt oft mit etwas Fieber, nicht besonders hoch, das etwa einen Tag nur anhält. Und nach dem Verschwinden des Fiebers zeigen sich diese typischen Veränderungen um den Mund herum und im Mund, an den Handinnenflächen und an den Fußsohlen, so wie Sie es auf diesen Bildern sehen. Diese roten Flecken mit diesen Bläschen im Zentrum. Manchmal sind sie auch über dem ganzen Körper zu sehen. Diese Hauterscheinungen, die wir Mediziner auch Effloreszenzen nennen, jucken bei Kindern in der Regel nicht. Sie tun auch nicht weh, außer die Bläschen im Mund, die zwar selten, aber eben doch auch richtig starke Schmerzen auslösen können, die sogar zur Verweigerung von Essen und Trinken führen. Also ist es dann prinzipiell eine gleiche Problematik wie bei der Mundfäule, wo ebenfalls schmerzhafte Bläschen im Mund die Aufnahme von Trinken und Essen stark beeinträchtigen können. Nur in diesem Fall macht die Hand-Fuß-Mund-Krankheit echte Probleme. Wenn sie zur Trinkverweigerung führt, was selten ist, dann können die Gabe von Schmerzmedikamenten oder lokale schmerzbetäubende Mittel wie Gele oder Lösungen helfen. Kalte, neutrale Getränke wie Wasser oder Tee sind jedenfalls besser geeignet als Fruchtsäfte. Auch kommen kalte, weiche Speisen aus dem Kühlschrank wie Joghurt oder Pudding im wahrsten Sinne des Wortes besser an. Diese Bläschen können sich über einige Tage hinziehen, auch mal über eine Woche lang. Eine Ansteckungsfähigkeit besteht mindestens so lange, wie diese Bläschen sichtbar sind. Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit gehört zwar nicht zu den Krankheiten, die unter das Infektionsschutzgesetz fallen, wie zum Beispiel die Masern. Allerdings darf jeder Kindergarten im Rahmen seines Hausrechtes bestimmen, ob Kinder mit einer Hand-Fuß-Mund-Krankheit in den Kindergarten gehen dürfen oder nicht. Denn meistens ist es so, dass Kinder mit dieser Erkrankung schon nach wenigen Tagen völlig unbeeinträchtigt sind, keinerlei Krankheitsgefühl haben und entsprechend ihnen nur schwer zu vermitteln ist, warum sie nicht in den Kindergarten gehen dürfen. Ich persönlich halte von dieser Regelung nicht allzu viel, weil erstens das Kind mit der Hand-Fuß-Mund-Krankheit bereits Tage vor Ausbruch der Erkrankung die Viren im Kindergarten verteilt hat. Und was ja dadurch nicht rückgängig gemacht werden kann, indem man diesem Kind den Besuch verweigert. Das Kind fühlt sich dann eher für etwas bestraft, für das es ja selbst nichts kann. Zweitens halte ich es eher für günstig, wenn möglichst alle Kinder in jungen Jahren die Hand-Fuß-Mund-Krankheit bekommen und dadurch ihre Antikörper entwickeln, weil sie unter der Erkrankung deutlich weniger leiden, als wenn sie älter sind. Wenn Erwachsene die Hand-Fuß-Mund-Krankheit bekommen, leiden sie deutlich mehr und vor allem länger. Die Bläschen jucken, tun weh. Meist ist die Erkrankung im Erwachsenenalter einhergehend mit hohem Fieber und mit Grippesymptomen über viele Tage. Grippesymptome wie Kopf- und Gliederschmerzen. Sie haben erhebliche Beeinträchtigungen, Schwäche, Abgeschlagenheit. Diese Hand-Fuß-Mund-Krankheit kommt vorzugsweise in den Sommermonaten vor und wird deshalb bei Erwachsenen auch Sommergrippe genannt. Es ist also in meinen Augen überhaupt nicht sinnvoll zu versuchen, die Hand-Fuß-Mund-Krankheit aus dem Kindergarten und von den Kindern fernzuhalten. Im Gegenteil,
Seien Sie als Eltern froh, wenn Ihr Kind die Hand-Fuß-Mund-Krankheit in der Kindergartenzeit bekommt. So lernt das Immunsystem, sich mit dem Coxsackie-Virus auseinanderzusetzen und durch die Bildung von Antikörpern eine Abwehrmöglichkeit zu bekommen. Zwar ist es so, dass die Antikörper mit der Zeit in ihrer Wirkung etwas nachlassen können. Das ist einer der Gründe, warum man die Hand-Fuß-Mund-Krankheit auch ein zweites oder drittes Mal bekommen kann. Ein zweiter Grund ist, dass es verschiedene Untergruppen dieser Coxsackie-Viren gibt, quasi wie Cousin und Cousine, die allerdings jeder für sich in der Lage sind, eine eigene Hand-Fuß-Mund-Krankheit auszulösen und die entsprechend jeweils die Bildung eigener Antikörper anregen. Jedenfalls tut jeder Erwachsene gut daran, sich als Kind bereits mit diesen Viren auseinandergesetzt zu haben, denn dann sind schlimme Sommergrippeverläufe eher seltener. Apropos Immunsystem. Am besten ist es sicherlich, wenn es dauerhaft und ständig trainiert wird. Während der Corona-Pandemie wurde das Verteilen von Tröpfchen durch das Maskentragen und die Kontaktbeschränkungen deutlich behindert, mit dem Effekt, dass in dieser Zeit erheblich weniger Infektionserkrankungen auftraten. Allerdings wurden diese Erkrankungen nach der Pandemie alle quasi nachgeholt, was unser Gesundheitssystem an seine Grenzen geraten ließ. Meine Empfehlung: Bei der Hand-Fuß-Mund-Krankheit sollten Sie als Eltern nicht in Panik geraten, wenn an der Kindergartentüre der Hinweis zu lesen ist, dass gerade die Hand-Fuß-Mund-Krankheit grassiert. Und vielleicht erreiche ich mit diesem Video auch, dass Kinder mit der Hand-Fuß-Mund-Krankheit und zwar noch sichtbaren Bläschen, aber bei sonst völlig unbeeinträchtigtem Allgemeinzustand, auch wieder in den Kindergarten gehen dürfen, weil die Hausregeln entsprechend angepasst werden. Noch etwas ist wichtig zu wissen. Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit kann auch so leicht ablaufen, dass weder eine Fieberphase noch irgendwelche Bläschen oder Hauterscheinungen bemerkt werden und das Immunsystem aber dennoch die entsprechenden Antikörper bildet. Es gibt nicht wenige Kinder, die zwar bisher nicht erkennbar eine Hand-Fuß-Mund-Krankheit hatten und dennoch eine Immunität gegen das Virus besitzen. Das merkt man dann daran, dass sie nicht krank werden, obwohl sie engen Kontakt mit Erkrankten hatten. Mein Motto bezüglich der Hand-Fuß-Mund-Krankheit lautet jedenfalls: besser früh als spät.